Mein Name ist Udo Pawlowski, ich bin Geschäftsführer der Pawlowski GmbH. Zusammen mit meinen Brüdern Marc und Dietmar. Wir sind Waschecke Familienbetrieb, bestehend aus 4 Brüdern insgesamt. Und ich möchte euch heute zeigen, wie das Aufstellen einer Plasma-CNC-Schnellanlage bzw. die Verkabelung und alles, was dazugehört für die erste Betriebnahme, dazugehört. Zunächst mal geht es los. Wir haben eine CNC-Schnellanlage, wir haben ein PC-Terminal und wir haben eine Stromwelle. Ja? Die Stromwelle braucht natürlich Strom, Druckluft, dann noch einen Druckluftfilter. Der Druckluftfilter wird immer nur dazwischen geklemmt. Ja, und hier kommt nachher später dann der Druckluft-Eingang drauf. Dazu hin befindet sich hier noch eine Buchse zur Verkabelung mit der Maschine. Eine sogenannte Schnittstelle, die wo letztendlich hier unten dann mit dem Tisch verkabelt wird. Der Tisch wird später dann wiederum verkabelt mit dem Rechner und somit tauschen sich alle drei Komponenten, heißt PC, Tisch und Stromquelle, miteinander aus. Ja? Spannung, Vorschub und alles, was wir zum Schneiden brauchen, wird ausgetauscht. Zur Hardware-Komponente Tisch ist es so, der Tisch wird angeliefert. Sie stellen den dorthin, wo Sie ihn brauchen, richten den über die Füße aus ins Wasser und gehen her und machen die Erstbefüllung des Wassertanks. Wassertank befüllen, ganz einfach, diesen Stutzen zumachen, dass das Wasser nicht gleich runterläuft in den Tank. Wanne befüllen auf Wunschhöhe, im Regelfall 1 bis 2 cm unter die Kanne der Wasserwanne. Ja? Und dann wird zusätzlich ein Rostschutzmittel dazu gegeben, von uns namens BioCut, auf eine Tankfüllung, einer Kleinformatanlage, einen kompletten Kanister. Dazu hin kommt noch ein Schaumstopper rein, das ist die kleine Flasche, wo beigepackt ist. Diese verhindert, wenn die Druckluft reingeht ins Wasser, beziehungsweise der Plasmalichtbogen ins Wasser reingeht, dass das Wasser aufschäumt. Gehen wir an die Einzelkomponenten der Hardware hin. Wir haben einmal hier den Hahn zum Wasser ablassen. Wenn ich dann die Unschwelle habe, kann ich dann auch das Wasser runterlassen in den Tank und kann logischerweise hier auch wieder füllen, kann meinen Wasserstand regulieren, kann bis dahin gehen, komplett ablassen, dass ich auch Kleinteile wieder rauspicken kann und nicht in das Wasser rein oder durch das Wasser reinlangen muss. Des Weiteren haben wir hier einen Plasmabrenner, einen Laserpointer und einen Gravierer. Der Gravierer wird mit Druckluft betrieben und ist eigentlich kein richtiger Gravierer, sondern es ist ein Nadler. Das heißt, es ist ein kleiner Stichel mit einer Hartmetallnadel, wo letztendlich reinnadelt. Der Druck vom Gravierer wird hier eingestellt in diesem Druckminderer, wird betrieben mit 5,5 Bar. Bedienungsanleitung von diesem Atlas Copco, Gravierer liegt aber mit bei der Hardware. Der Laserpointer ist komplett vom Bord aus eingerichtet und eingemessen. An der Stelle brauchen wir nichts machen. Der ist, sobald die Maschine angeschlossen ist, Software alles verbunden ist, sofort betriebsbereit. Plasmabrenner, wunderschönes, schickes Teil, wird betrieben mit unterschiedlichen Düsen. Hier haben wir jetzt gerade eine 45 Ampere Düse. Das ist eine 65 Ampere Düse. Diese Düsen sind hier beschriftet. Je nach Materialstärke, wo wir schneiden, brauchen wir eine unterschiedliche Düse. Wann dann welche Düse hin, kommt nachher im Abschnitt Software, Daten aufbereiten, gehen wir später drauf ein. So eine Düse kostet als Verschleißteil ca. 60 Euro netto. Ja, diese müssen wir natürlich dann dementsprechend immer passend montieren. Montieren ist eigentlich relativ simpel. Hergehen, aufdrehen und brennen.
Ja? Wenn ich den Düsenwechsel jetzt wieder vornehme, dass der Brenner hier unten die Düse spannungsfrei ist, kommt der Brenner wieder vorriegeln. Hier ist der Gelb, ist auch ein kleines X dran. Kann ich Düse rausmachen, andere Düse reinmachen und wieder entriegeln. Das heißt, es läuft wieder Strom. Zudem brauche ich an der Stromquelle, am Display, heißt an der Plasmaschnittquelle, nichts verstellen, weil diese Düse kommuniziert mit der Plasmastromquelle und diese stellt sich automatisch ein. Übrigens, bei den Düsen, die Farbgebung hier ist nicht willkürlich. Grau ist immer die Verwendung für Maschinenbereich. Es gibt noch die Farbe Orange zum Handschneiden mit dem Handbrenner und es gibt noch die Farbe Grün zum Fugenhobel. So können wir gleich sofort unterscheiden, welche Düse für welchen Einsatzzweck ist. Wenn wir jetzt gerade schon bei den Düsen sind, gibt es hier noch ein kleines Teil dazu. Ja, das ist ein sogenannter Laser. Das heißt, diese Düsen kann man auslesen. Wird hier hinten reingesteckt, Gummi drüber gemacht und jetzt kann man sein Smartphone nehmen und kann über eine App die Düse auslesen. Man sieht die Standzeit von der Düse, man sieht mit jeder einzelnen Düse, wie viel das die gearbeitet hat. Aber hierzu ist bei diesem Zubehörteil ein Satz Laser auch wiederum 50, 60 Euro netto, einmalige Anschaffungskosten, letztendlich dann auch eine Bedienungsanleitung dabei, braucht man aber im Regelfall nicht, ist selbst erklären, wenn man die App nutzt. Weiter das kleine Teil, Nesting-Dongle, nichts anderes, sieht aus wie ein USB-Stick, ist auch nichts anderes. Hier können wir automatisch schachteln, letztendlich später dann mit der Software. Unterschiedliche Teile werden aufs Blech automatisch aufgeklappt. Hier haben wir noch die Kamera. Die ist gemacht, um Schwarz-Weiß-Kontraste, geschlossene Konturen einzuscannen. Da zeige ich euch noch, wie man die montiert. Die wird prinzipiell nur montiert für den Scan-Vorgang. Ja? Das heißt, wir haben eine Kontur, wo wir abscannen wollen. Dann gehen wir her, die Kamera ist magnetisch, wird hier über Magnet in den Halter reingemacht. Hier oben hat es eine Buchse, wo eine Abdeckkappe drauf ist und wir können hergehen und können dann hier das montieren, scannen, unseren Schwarz-Weiß-Kontrast. Vor dem Schneiden haben wir dann diese Kontur komplett in der Software drin und vor dem Schneiden gehen wir her, sobald wir das Scannen haben, machen die Kamera wieder weg. Wir können dann unser Teil schachteln, vorbereiten, Schneidaten hinterlegen und dann schneiden. Gut, gehen wir nochmal ganz kurz rüber zum PC. PC ist bei uns immer vorinstalliert, Terminal, Hardware, einfach nur verkabeln, eben mit der Schnittstelle, Strom, Steckdosenleiste und alles was dazugehört ist dabei. Software ist vorinstalliert, wie gesagt, und haben dann auch alle Anleitungen, Einzelanleitungen als PDF auf dem Rechner hinterlegt. Heißt Anleitung von Kamera, Anleitung von Nesting-Dongle, Anleitung von der Software und Wartungsintervall bzw. Vom Tisch bzw. auch die Anleitung vom Gravierer. Gut! Das wäre der erste Teilabschnitt Hardware.